Pepo Benetto, Trainer des 1. FC Düren, gerade tatsächlich mit ihrer Mannschaft das Mittelrhein-Pokalfinale gegen Aachen knapp mit 1:0 gewonnen. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? Ja, ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, was sie heute hier geleistet haben. Wir haben die ganze Woche darauf hingearbeitet. Wenn ich schon, das habe ich den Jungs vor dem Spiel gesagt, wenn ich überlege, was wir für Schlachten bestreiten mussten, angefangen mit, wo wir das Spiel gegen Fraldenhofen hatten, wo wir da lange Zeit mit 9 Mann, mit Herz und Leidenschaft dieses Spiel noch gewonnen haben. Bis zum ganz, ganz schwierigen Spiel mittwochsabends gegen Glech Paffendorf. Und zuletzt noch letzte Woche gegen Arnoldsweiler, wo wir auch in Unterzahl mit 35 Minuten das Spiel gewonnen haben, bin ich unglaublich stolz auf die Jungs nochmal, dass wir heute dieses Spiel auch gewonnen haben. Ich habe den Jungs auch gesagt, wir spielen nicht nur für uns, wir spielen auch für die Stadt Düren und vor allen Dingen für die Jungs, die uns jetzt auch verlassen haben, die uns auch den Weg bis zum Halbfinale gewidmet haben. Ich darf Ihre Trainerkarriere ja auch schon eine gewisse Zeit mitverfolgen. Ist das bisher Ihr größter Erfolg? Ja, absolut. Also wenn man überlegt, wir stehen im DFB-Pokal und spielen jetzt auch gegen Bayern München, gegen die beste Mannschaft der Welt aktuell. Als Trainer, was will man mehr? Was will man mehr? Vor knapp einer Woche haben wir schon über das Spiel gesprochen. Damals war es noch ein Traum, jetzt wird er Realität. Haben Sie das schon realisiert? Wenn ich ehrlich bin, dann noch nicht richtig. Also wir werden heute nochmal den Abend genießen, werden uns morgen nochmal das Finale anschauen und wahrscheinlich wird es ab nächster Woche so richtig realisiert, was wir jetzt hier heute geleistet und erreicht haben.